Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Alternative für Deutschland Box von Favorite. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Alternative für Deutschland, ihr habt richtig gehört, genauso wie die Partei heißt auch das neue Album von Favorite. Wir haben hier eine reguläre Clubbox und bevor wir die Folie abmachen, haben wir hier einen Sticker angebracht. Alternative für Deutschland, Limited Fanbox Edition, inklusive CD-Album plus exklusive EP, T-Shirt, Poster und Sticker-Set. Alles klar. Gut, dann machen wir die Folie mal runter, nachdem wir jetzt den Inhalt zur Kenntnis genommen haben. So. Es ist ja schon eine Zeit lang her, dass Favorite sein letztes Album released hat. Das war ja Neues von Gott. Und jetzt haben wir mit Alternative für Deutschland das fünfte Soloalbum von Faith, der ja immer noch bei Selfmade Records ist. Also, wir haben hier auf dem Cover einen Golfschläger, von dem Blut tropft. Und dann hier der typische Faith-Schriftzug in dieser, ja, ich sage immer Teufelsoptik, also in diesem Teufelsschriftzug. Gefällt mir gut. Unten ist das Ganze ja glatt hellgrau rundherum. Und dann haben wir auf der Rückseite eine Information und zwar, okay, ja, die Credits einfach, Favorite Alternative für Deutschland ist ein Produkt von Selfmade Records etc. und ein Barcode. Und hier habe ich einen, ja, man sieht es leider, jawohl, man sieht es doch, einen kleinen Schnitt in der Box, dürfte wohl beim Versand etwas beschädigt worden sein, aber ja, das verkrafte ich gerade noch. Gut, wir schauen mal, was sich hier mit drin befindet. Das Album, die Bonus-EP, das T-Shirt, der Sticker, oder ein Sticker und das Album. Die Box von innen glatt weiß. Jetzt bin ich nur etwas verwirrt, denn ich bilde mir ein, oder was heißt ich bilde mir ein? Ich bin mir sicher, wir hatten doch eben, wir hatten hier auf diesem Sticker die Info, ich hoffe, man kann das lesen, jawohl, Sticker Set. Gut, ich weiß nicht, Sticker Set ist natürlich viel Interpretationsspielraum gegeben, aber ja, ob das ein Sticker Set ist, in meinen Augen ist ein Sticker Set aus mehreren Teilen bestehend, Minimum zwei, aber ja, das ist das Sticker Set. Gut, vergessen wir mal den Sticker oder das Sticker Set. Wir fangen wie immer an mit den Tonträgern, in dem Fall mit dem Album. Schauen wir mal, wo wir das am besten aufschneiden. Nachdem das Ganze hier in Folie eingeschweißt ist. Schauen wir mal. So, das Album. Ich habe gerade gesehen, wir haben ja auch hier wieder so einen Streifen, um das Ganze auch ohne Messer zu öffnen. Mit Messer macht es halt dann doch irgendwie mehr Spaß, wenn dieser Streifen funktionieren wird. Jawohl. Dann haben wir hier die Bonus-EP und dann natürlich auch noch das T-Shirt in Folie. So. Und dann starten wir mal mit dem Album. Also wir haben hier zusätzlich zu dem blutigen Golfschläger, den wir schon hier hatten, auch einen Golfhandschuh. Das heißt, das Faith-Logo hier auf diesem Golfhandschuh mehr oder weniger, also so drüber geschrieben. Alternative für Deutschland lesen wir hier. Auf der Rückseite haben wir 14 Tracks an der Zahl. Wir haben zwei Features. Lutifer ist doppelt. Deswegen Lutifer und Schniesen. Und von den 14 Tracks muss ich ehrlich sagen, meine Favoriten, Track Nummer 1, das Intro und Track Nummer 5, If I Can't. Gefällt mir sehr gut. Ist auch echt hängen geblieben. Sowohl das Intro als auch If I Can't.
Auch hier wieder der blutige Golfschläger. Allerdings, jetzt bin ich etwas verwirrt. Wir haben hier den hier, also der ist ja wirklich so zum Abschlagen, wirklich für die größten Distanzen. Und der hier, das ist ein, keine Ahnung, wie die jetzt genau heißen, 9er Eisen oder was auch immer. Aber das ist auf jeden Fall einer für kürzere Distanzen und keiner zum Abschlag. Spannend. Also hier haben wir definitiv zwei unterschiedliche Golfschläger am Start. Was lesen wir hier? Hier steht dann noch, wenn ich es scharf stellen würde, Favorite Alternative für Deutschland. Alles klar. So, dann werfen wir mal einen Blick in das Booklet. Cover kennen wir. Jawohl, hier haben wir das komplette Golfset in der Tasche. Allerdings nur einer blutverschmiert. Und in den Ecken jeweils vier Tracks. Auch hier wieder Tracks inklusive der Info, wer daran beteiligt war. Ja, ein großes Blutgespritze, ein Blutmuster mit Fave-Schriftzug. Ja, blutige Golfschuhe. Spannende Sache. Also dieses Golfthema zieht sich hier wirklich durch das Booklet. Und dann hier auch nochmal Fave und Blutspritzer. Dann haben wir die CD und wie sollte es auch anders sein, die CD natürlich ebenfalls vollkommen blutbesudelt. So sieht das aus, auch hier wieder der Golfschläger am Start. Dann haben wir die Bonus-EP und diese von der Optik sehr interessant, denn wir haben hier ein 50-50 Gesicht zwischen Lutifer und Favorite. Und wir lesen hier Favorite und Lutifer. Upper Class, Hightech, Fulltime, Junks. Okay. Ja, das Cover sieht auch etwas verjunkt aus, wenn ihr mich fragt. So schwarz-gelb. Sehr, sehr interessante Farbgestaltung. Und dann haben wir auch hier im Hintergrund noch die Abkürzung UH, also UHFJ. Upper Class, Hightech, Fulltime, Junks. Die EP, 7 Tracks an der Zahl. Das ist gut. Also EP 7 Tracks, das ist stark. Favorite und Lutifer UHFJ. Dann schauen wir mal hinein. Also auch hier wieder ein Booklet, allerdings sehr minimal gestaltet das Ganze. Wir haben hier einmal links den guten Fave und auf der rechten Seite Lutifer. Grüße und Danksagung von Fave, Grüße und Danksagung von Lutifer. Und hier noch die Infos, wer daran beteiligt war. Und dann haben wir natürlich noch die CD. Die sieht folgendermaßen aus. So schwarz und gelb. Ja, ziemlich abgefuckte Optik so vom Design her. Also so dreckiges Gelb habe ich irgendwie. Ja, meine Assoziation ist irgendwie so Radioaktivität oder ein Atomkraftwerk. Und dann hier nochmal. Ja, die Frage, was das darstellen soll. Also es dürfte auf jeden Fall ein Mensch sein hier mit Jacke und Pullover. Und dann hier, glaube ich, eine Frau in Unterwäsche, aber sehr schlecht zu erkennen. Also sehr im Schatten das Ganze. Spannend. Dann haben wir, ja, das schon erwähnte Sticker-Set, bestehend aus einem Sticker. Quadratisch, Fave. Schriftzug, weiß und rot. Leider nur einer, aber der ist dafür ja, echt gelungen. Finde ich schön, den Logo-Sticker. Dann haben wir das Poster. So sieht das Ganze aus. Auch hier wieder der Handschuh mit dem blutigen Golfschläger. Allerdings hier ohne Schriftzug, denn der Schriftzug befindet sich hier oben. Alternative für Deutschland, Fave. Das Ganze im Hochformat und einseitig bedruckt. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box noch ein T-Shirt. Dieses sieht so aus, in weiß gehalten und dann hier auf der linken Brust Fave Schriftzug. Neckprint haben wir keinen. Wir haben es zu tun mit einem Gildan Softstyle in der Größe L, made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Und das Ganze ist 100% Baumwolle. Alles klar, schauen wir uns jetzt mal kurz im Detail an das T-Shirt. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also,
glatt weißes T-Shirt mit rotem FAV auf der linken Brust. Ansonsten das T-Shirt, wie gesagt, komplett in weiß gehalten. Neckprint haben wir keinen. Gefällt mir echt gut. Ist sehr schlicht gehalten, das T-Shirt. Aber dieses kleine Detail, dieser Schriftzug auf der Brust, von der Optik, dieses Rot auf Weiß, hat in meinen Augen auf jeden Fall was. Und das kann man durchaus anziehen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Das Poster im Hochformat. Das Sticker-Set bestehend aus einem Sticker quadratisch. Die Bonus-EP mit Lutifer und das Album Alternative für Deutschland an sich. Das alles in dieser wunderbaren Box Alternative für Deutschland von Favorite. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Favorite unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.